Schweden. Genauer gesagt die Ostseeinsel Öland. Hier hat ein schwedisches Gericht mit einem besonders lustigen Namen seinen Ursprung. Und zwar das hier. Der Name Kroppkokur. Und Eva Pettersen ist eine der besten Kroppkokur-Köchinnen des Landes. Im Sommer stehen die Touristen an ihrem Imbiss Schlange, um Kroppkokur zu kaufen. Bis zu 3000 dieser gefüllten Klöße stellen Eva Pettersen und ihr Team pro Tag her. Die Hauptzutaten für ihre Spezialität sind Kartoffeln und Speck. Der größte Teil der Kartoffeln muss über Monate lagern. Das hat einen Grund. Man kann Kroppkokur nicht nur aus neuen Kartoffeln herstellen, man braucht auch ältere. Denn die neuen Kartoffeln sind zu hart, zu wasserhaltig. Und sie haben im Gegensatz zu den alten nicht genug Stärke. Neben Kartoffeln und Speck sind auch Zwiebeln eine wichtige Zutat für Kroppkokur. Und die kauft Eva Pettersen in einem der vielen kleinen Bauernmärkte, die es auf Öland gibt. Das Motto hier, der Kunde bedient sich selbst. Man bezahlt hier selbst. Ich lege die 35 Kronen hier rein. Wir vertrauen einander. Zurück in ihrer Kroppkorksbude. Für das Kartoffelschälen hat sie zum Glück eine Maschine. Eva Pettersen ist eigentlich keine Köchin, sondern Landwirtin. Weil sie aus ihren eigenen Kartoffeln selbst etwas herstellen wollte, entstand vor mehr als 25 Jahren ihr Kroppkokur-Imbiss. Nach dem Pressen der rohen Kartoffeln hat sich die Stärke am Boden des Kartoffelwassers abgesetzt. Die Stärke ist wichtig, damit die Klöße später beim Kochen nicht auseinanderfallen. Deshalb kratzt Eva Pettersen die Stärke aus dem Behälter und mischt sie mit der Kartoffelmasse. Zur Kartoffelmasse gibt sie Mehl, Wasser und einen kleinen Teil gekochte und gepresste Kartoffeln. Mein Rezept ist von der Mutter meiner Großmutter. Es ist also sehr alt. Jede Familie auf Öland hat ihr eigenes Rezept. Egal bei welchem Nachbarn man Kroppkokur isst, sie sind nirgendwo gleich. Jeder hat sein eigenes kleines Geheimnis. Ihr kleines Geheimnis will Eva Pettersen aber nicht verraten. Immerhin finden wir heraus, was den besonderen Geschmack der Klöße ausmacht. Die Speckfüllung würzt Eva Pettersen mit Piment. Das Gewürz erinnert an Pfeffer, Zimt, Muskat und Nelken. Wichtig, alle Klöße müssen gleich groß sein. Ich muss auch aufpassen, dass keine Lufteinschlüsse im Teig sind. Die Luft drücke ich dann einfach raus. Sonst fallen die Kroppkokur beim Kochen auseinander. Rund 60 Minuten müssen die Klöße in siedendem Wasser kochen. Sobald sie untergehen, sind sie gar. Seinen Ursprung hat das Gericht tatsächlich auf der Insel Öland. Kropp bedeutet einen Kloß aus Mehl und Wasser in einer Suppe zu kochen. Korkor heißt Kuchen oder Keks. Im 18. Jahrhundert war das Gericht ein Arme-Leute-Essen, hergestellt aus Weizen- oder Gerstenmehl, gefüllt mit Fisch. Nach dem Durchbruch des Kartoffelanbaus im 19. Jahrhundert wurden die Kroppkokur aus gekochten und rohgeriebenen Kartoffeln zubereitet und mit Speck und Zwiebeln gefüllt. In einigen Teilen Schwedens werden Kroppkokur übrigens nicht als Klöße, sondern als Kartoffelpfannkuchen gegessen. Um beim Kochen den Überblick zu behalten, hat Eva Pettersen ein einfaches System. Die Töpfe sind nummeriert. Nummer und Uhrzeit, wann die Klöße fertig sind, schreibt sie an eine Tafel. Nummer 13 ist um 11 Uhr fertig. Gut. Gut. Eva Pettersen serviert die heißen Kartoffelklöße mit flüssiger Sahne, Preiselbeermarmelade und Butter. Eine gelungene Kombination? Sehr lecker. Schmeckt auch ein bisschen nach Weihnachten, wegen des Gewürzes, wegen dem Piment. Die Schweden essen ihre Kroppkokur tatsächlich immer, nicht nur zu Weihnachten. So lange will hier schließlich niemand warten. Die in Handarbeit gefüllten Klöße sind einfach viel zu lecker.